Hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulation. Ich bin Zdebi, begrüße euch und freue mich, dass du wieder einschaltest hier zu einer weiteren Omsi-Folge. Schön, dass du wieder da bist. Heute gucken wir uns mal das neue Update für das Omsi 2 Addon München an, denn es ist soweit. Wir können jetzt endlich nach fast, glaube ich, ein Jahr Release, können wir jetzt vom Nordbad zum Arabella Park fahren. Und das wollen wir uns hier heute mal gemeinsam anschauen. Wir haben natürlich das beste Wetter hier. Stellt euch einfach vor, es ist kalt draußen. Achtet nicht auf irgendwelche Temperaturanzeigen oder sonst irgendwas. Ist super, super kalt. Die Frauen, die laufen hier mit kurzen Röcken rum und so weiter und so fort. In München ist halt alles anders. Ja, wir wollen uns, wie gesagt, das Ganze dementsprechend mal angucken. Ich bin mal gespannt, wie sich das Ganze hier fährt, wie die Performance ist. Und ja, werden uns währenddessen so ein bisschen drüber unterhalten. Wieso, weshalb, warum und ja, wie es weitergeht mit München und Co. Ne? Also dementsprechend steigt mit ein, lasst uns hier mal gemeinsam hier den Bus vorbereiten. So, erstmal so die Engine an und dann lassen wir erstmal booten. Dementsprechend, ja, wir haben natürlich, ein bisschen schade auch, muss man dazu sagen, vom Entwickler ein paar Tage vorher schon das Update bekommen. Wir haben es aber echt nicht geschafft, das Ganze hier schon vorab zu zeigen. Es tut uns wirklich, wirklich leid. Passiert uns eigentlich relativ selten sowas, dass wir das wirklich nicht schaffen. Und manchmal ist halt einfach so unglaublich viel Content. Und gerade im Dezember, da kam ein DLC nach dem anderen gefühlt raus. Ja, also irgendwie wollten sie alle halt vor dem Weihnachtsgeschäft alles noch raushauen. Dementsprechend haben wir es partout einfach nicht geschafft, das neue Update natürlich schon vor Release zeigen zu können. Also dementsprechend sollte der Entwickler dieses Video hier sehen, tut es uns wirklich unglaublich leid, dass wir das nicht zeigen konnten. Und ich hoffe, dass das jetzt nichts irgendwie, ja, jetzt Persönliches oder sowas, also nicht, dass man jetzt denkt, dass das was Persönliches ist oder irgendwie, ja, sondern es war einfach zeitlich nicht drin gewesen. Ja, zumal wir versuchen auch wirklich nur täglich ein Video zu bringen, ja, und jetzt nicht hier auf groß und Teufel komm raus hier zwei, drei Videos, weil einfach so unglaublich viel Content dabei ist. Ja, war es halt einfach wirklich nicht möglich gewesen. Wie gesagt, also dementsprechend seid da jetzt uns nicht böse, dass wir das Ganze wirklich partout nicht geschafft haben. Hier haben wir schon mal die neue Straßenbahn. Ah ja, sieht schon schick aus. Ja, leider steht die KI jetzt im Weg, weil sonst könnte die Straßenbahn, naja, der Bus steht ja auch noch so ein bisschen, mal gucken, vielleicht fährt es ja noch, bis wir hier uns hier vorbereitet haben. So, wir machen mal schon mal hier Motor soweit hier an. Oh, doch, der war doch an. So, achso. Mein Licht geht nicht. Warum nicht? Dann machen wir das hier halt hier drum an. So, passt. So, haben die Fahrgäste hier auch ein bisschen Licht hier drin. So, wir wollen uns anmelden mit der Fahrernummer 27914 und die Codenummer 67213. Vielen Dank. Wir wollen die Route, das ist die 154. Und meiner Meinung nach Kurs 2. Jetzt kommt's. Ha, nein. Es war doch wieder falsch rum. Ach, es ist jedes Mal das Gleiche. So. 154.01. So. Richtung Arabella Park. Genau. 29 starten wir hier unsere Fahrt. Ich glaube, die Fahrgäste stehen schon vor der Tür. Ne? Können wir sie schon mal einsteigen lassen. Eigentlich habe ich Pause, ja, hier, Leute. Grüß Gott. Grüezi. So. Mecker gleich wieder. Ich mache jetzt extra mal keine Heizung an, weil es ist ja halt, ne, gefühlt, kalt draußen. So, wie sieht's aus? Halt so im Großen und Ganzen bin ich natürlich die Tour hier schon mal abgefahren, musste mir das Ganze nochmal angucken. Musste das Ganze so auch deinstallieren teilweise. Ja, mein München war, ging gar nicht mehr. Also das war halt gefühlt einfach nur noch so Dia-Show. Scheinbar muss da irgendwie was mit dem Update passiert sein, wenn eins nach dem anderen immer drauf spielt. Das Problem ist halt die ganze Thematik. Steam löscht ja die alte Datei nicht oder die alten Dateien nicht, ja, sondern überschreibt das Ganze ja halt einfach nur. Und dementsprechend müllt sich dann auch irgendwann mal München voll, also die Karten voll. Ja, und irgendwann hast du denn massives Performance-Problem. Das muss ich mir auch mal mit Bad Hügelsdorf mal probieren. Seitdem ich das nämlich mal komplett tot gemacht habe in München, ja, komplett mal von der Festplatte runtergeschmissen habe. Oh, sieht man da, ne? Endlich fährt sie.
Ja, seitdem ich, wie gesagt, das halt komplett tot gemacht habe, ja, siehe da, läuft gefühlt die Performance hier auf München doch deutlich besser. Also vielleicht mal, wenn ihr auch so mal der Meinung seid, dass das hätte irgendwie alles ein bisschen besser laufen müssen, versucht doch einfach mal, wenn es ein PayWare-Addon ist, das Ganze einfach nochmal runterzuschmeißen. Ja, also komplett bei Steam, in den Steam-Ordnern dann einfach mal komplett tot machen, nur die Karte und das einfach mal nochmal neu zu installieren. Vielleicht funktioniert das, ihr habt eine bessere Performance. Also wie gesagt, bei mir hat es jetzt echt was gebracht, weil München war bei mir teilweise echt nicht mehr spielbar gewesen. Ich hoffe, das ist ja leider immer so, ne, der Vorführeffekt, dass das Ganze jetzt hier gleich wieder komplett grätscht jetzt hier und wir jetzt die beste Performance haben, die man hier nur haben kann. Man hört da natürlich von vielen, ja, die haben nie Performance-Probleme mit der Karte und bei mir ruckelt das hier wie Sau. Dafür laufen andere Karten dann aber besser, wo dann die anderen dann halt wieder sagen, so, das läuft bei denen nicht. Und das ist dann halt immer so ein bisschen schade, ja. So. Wir wollen jetzt aber hier nicht uns hier totquatschen, sondern wir wollen hier auch mal ein bisschen Fahrt fahren, hier würde ich sagen. Dementsprechend hauen wir mal den Vorwärtsgang rein, Handbremse raus und wir ziehen vor. Oder nicht. Na, aber sowas von ziehen wir jetzt nach vor. So, Radweg hier schon blockieren. So läuft das. Ach, guck mal, da will noch einer mit. Ja, willst du noch mit oder wie? Na, jetzt aber schnell rennen. Ja, morgen. So. Kommt er hier auf den letzten Drücker noch an, ja, und will hier noch mitfahren hier. Kann ja nicht rein. Ja, Leute, unsere letzte Umsicht-Folge für dieses Jahr. 2020 verabschiedet sich mit München. Ach. Fantastisch. Ja, achso, das muss ich noch gestehen hier. Ihr wisst ja eigentlich, ich bin ein Mensch, der eigentlich mit Kollision fährt. Ich habe die Kollision hier in München abgeschaltet. Ja. Die ist teilweise so unberechenbar, die KI hier, dass es keinen Spaß macht, hier mit KI zu fahren. So, ja, naja gut, das sind halt diese gefühlten Mini-Ruckler hier, die wir hier haben. Wie gesagt, die sind teilweise hier so unberechenbar. Die bremsen einfach abrupt ab, obwohl kein Grund da ist und so weiter und so fort. Das ist natürlich auch ein bisschen Omsi geschuldet und alles sowas. Aber deswegen, ich habe jetzt keine Lust, muss ich gestehen, nach der letzten Leitstellenfahrt, hier, dass ich hier keine Fahrt vollständig hier ohne Unfall abschließen kann. Das war ja grauenhaft, war das gewesen, die letzte Leitstellenfahrt. Ja, da musste sich ja sogar Train Omsi TV ein bisschen ins Fäustchen lachen. Aber nicht nur mir ging es Gott sei Dank so. Das ist doch immer dann immer so ein Vorteil, denn ja, dass das Ganze dann dementsprechend dann auch bei anderen so läuft. Wie gesagt, aber wie gesagt, heute mal ohne KI. Und dementsprechend, ja, sollten wir jetzt unfallfrei hier durchkommen. Sonst, wie gesagt, mit dem neuen Update hat man natürlich das Ganze jetzt erweitert bis zum Arabella Park. Es gab ein neues Repaint. Adel Holzner, ich muss aber gestehen, ich habe es bis jetzt noch nicht gefunden oder gesehen. Vielleicht ist es halt wieder nur für den Gelenkbus gewesen oder irgendwie sowas. Ich wollte jetzt heute einfach mal mit dem Solo-Bus jetzt hier fahren. Der kommt doch ein bisschen schneller so aus dem Popöchen, sage ich jetzt mal ganz vorsichtig, ja. Und dementsprechend habe ich das jetzt da, also jetzt bei dem Solo-Bus jetzt hier nicht finden können. Also auch hier, ne, gab es ja wieder was. Man hat wieder ein bisschen was an der Performance gemacht. Man hat wieder Sachen ausgetauscht. Und der Christkindlmarkt ist jetzt da. Also Weihnachten und so, ne. Am Odeonsplatz ist er wieder. Da ist dann auch dieses Jahr wieder, also Weihnachtsevent. Also wenn ihr für eine Weihnachtsfahrt mal was sucht, dann könnt ihr euch ja mal München mal nehmen. Auch schon eine Minute Verspätung. Das läuft. So. Dann wollen wir mal hier zusteigen lassen. Die werten Herrschaften hier. So, der Bus dürfte auch relativ voll werden. Guten Morgen. Grüezi. Schön, dass du hast hier keine Tickets, die du verkaufen musst. Ja, das ist mal sehr angenehm. Die haben auch neue KI-Fahrzeuge drin, oder? Kann das sein? Oder spinne ich jetzt nur?
wollte gerade sagen, warum fährst du nicht? Oh, genau. Jetzt haben wir wieder Rot. Ja, also wie gesagt, probiert das mal. Ich muss das mal mit Bad Hügelsdorf auch nochmal testen. Vielleicht hat sich da genauso wieder so ein schöner Fehler eingeschlichen. Ja. Also drückt auf Deinstallieren, löscht das manuell. Wie gesagt, bei mir war es jetzt, ich habe jetzt natürlich nur die Maps löschen können. Ja. Ich habe jetzt hier keine Busse oder sonst irgendwas gelöscht, sondern nur die Map-Datei oder den Map-Ordner von München und das Ganze einfach nochmal neu installiert. Und ja, also ich bin der Meinung, performance-technisch läuft es besser, kann jetzt aber natürlich auch nach seit dem Update sein. Ne, also. Aber auch Bad Hügelsdorf hat ja bei mir massive Probleme, ja, wo andere dann sagen so, oh, das läuft ja super. Gott. Steck's halt nicht drin in den Rechner, ne? Steck's halt nicht drin. Ach komm, weil es ist zu kalt. 15 Grad, hör auf zu jammern. Machst du hier die Heizung wieder an, weißt du, dann ist es wieder zu warm hier. So. Ich meine, es war ja auch lange Zeit ruhig gewesen, ne? Um München. Da gab es ja kein Update mehr. Ne? Man, gerade zum Release denn hin hat es dann noch ein bisschen, oder kamen ein paar mehr Updates. Jetzt dann so zum Ende hin nicht mehr. Aber schön, dass es halt auf dieses Jahr halt noch hinbekommen haben, das Ganze wirklich fertig zu bauen, die 154. Da war noch mal jemand drin. Okay. So, ja, wie gesagt, also dass sie es geschafft haben, auf jeden Fall noch fertig zu bauen. Bin mal gespannt, wie es mit München denn jetzt weitergeht, ob das Projekt jetzt abgeschlossen ist oder ob da jetzt noch mehr Content kommt. Ne, man hat ja auch die neue KI-Tram dann soweit fertig. Die ist zwar noch im Beta-Prozess drin, aber auch da werkelt man dran. Ne? Wie gesagt, also müssen wir uns mal echt überraschen lassen, was da noch so auf uns zukommt. Ob, wie zum Beispiel bei X10 nach vielleicht 2-3 Jahren dann doch mal wieder ein Update kommt oder sowas. Ne? Also das ist halt immer schon schön. Wenn man immer so noch an den Kunden so denkt denn halt, ja. Und nicht einfach nur sein Produkt release und dann nie wieder was mit dem Projekt zu tun haben möchte. Das ist dann immer ein bisschen ärgerlich. Uff, ein bisschen zu schnell am Bordstein ran. Heieieiei. Das war ein bisschen... Oh, ist das kalt hier. Genau, ist das kalt hier, sagt sie. Wir können die Heizung ja extra für Mademoiselle anmachen, aber beschwer dich ja nicht, wenn jetzt hier bei 17 Grad, ist es warm hier. Dann glaube ich, dann kriegen wir, werden wir ganz dicke Freunde hier, Freunde. So, Judy. Halte Wunsch. Achso, du darfst ja nicht fahren. Stehst hier aber jetzt richtig blöd hier, ne? Mr. Polizei, deine Linie ist da vorne, weißt du? So, das wäre jetzt hier zum Beispiel so ein Grund, ja? Wo du jetzt zum Beispiel schon unfallgebaut hättest. Deswegen die KI, die ist hier nicht ganz auf volle Höhe. Und wie gesagt, es ist wirklich, also ich bin jetzt hier schon einer, der fährt hier halt wirklich mit Kollisionen, viel mit Kollisionen, eigentlich immer mit Kollisionen. Aber das ist mir dann zu blöd, denn wenn die KI denn sich so strunzdumm anstellt, na, dass du gar keine Chance hast, da unfallfrei jemals da durchzukommen. Da. Grüezi. Lass mal hier mal ausmachen wieder. Hier nämlich zu schnell zu warm und das wollen wir ja auch nicht. Luisenstraße. Ich finde den Motorsound ziemlich geil hier von dem MAN hier. Der röhrt so schön. So.
Grüezi. Da siehst du jetzt Power dann nämlich nach oben, ja, und das musstest du schon wieder echt überlegen, ob du jetzt hier schon wieder Fenster aufmachst hier, damit die jetzt hier nicht wieder. Oh, ist das warm hier. Aber das ist halt. Das ist nicht mal hier wirklich. So. Guten Morgen. Hallo. Hallo. So, denn. Grüezi. Es ist ein Wunder, dass hier noch keiner sich so über den Namen wirklich so aufregt hier, ja. Denn der Name, ja, ist schon grenzwertig, ja. Türkenstraße? Weiß ich nicht. Ich finde, das klingt immer so abfällig, denn, ja. Aber naja. Muss Bayern wissen. Oh, Verfrühung? Ja, Verfrühung. Heieieiei. Müssen wir an der Universität mal ein bisschen warten. Echte Verfrühung rausgeholt. Sehr schön. So. Servus. Grüezi. Guten Morgen. Morgen. Ach Mensch. Leute. Sag ich. Da durchkommt. Ja, du kannst fahren. Oh Mann. MVG. Ah, guck mal, das sind die Dienstfahrzeuge, wa? Haben die oben Blaulicht dran, ja? Okay. Er hat schon kontrolliert, warum ich hier zu früh bin. Ja, ich warte, Freund. So. So. Ja. Wie gesagt, hier irgendwo, weiß jetzt nicht, ob jetzt links rum oder rechts rum, geht es jetzt zum Odeonsplatz. Ja, da ist dann auch der Weihnachtsmarkt, den jetzt wieder dieses Jahr. Schön mit Wintersetting und alles was fahren, ne, dann sieht das schon ziemlich nice aus. Huh. Wie gesagt, das muss ich echt mal probieren. Also ich bin tatsächlich erstaunt, wie gut das läuft. Ich bin zu schnell hier.
Ja, das finde ich ein bisschen tricky hier. Also hier im Winter fahren kannst du vergessen, weil du siehst nicht, dass man hier zum Beispiel auch geradeaus fahren darf. Das Witzige an der ganzen Sache ist, hier unten auf dem Boden ist geradeaus und rechts, aber der Pfeil sagt, du darfst nur gerade. Hä? Das macht doch jetzt richtig wenig Sinn, oder? Gucke, gerade und rechts. Und der Pfeil zeigt nur gerade. Ich glaube, hier ist ein kleiner Fehler drin, was die Verkehrsregelung angeht. Ist das eine Einbahnstraße hier sonst? Weil das galt ja jetzt ja nicht dem Radweg, oder? Keine Ahnung. Musste nur einmal durch München durchfahren, das hat mir gereicht. Aber wie gesagt, Performance, muss ich sagen, hat sich einiges gemacht. Ich wollte nämlich zuletzt, bin ich ganz ehrlich zu euch, den Christkindlmarkt ja aufnehmen für unsere Weihnachtsfolgen hier, ne? Und ja, die Performance war so schlecht gewesen, dass ich echt pappsatt war, ja. Also das ist ein kompletter Kontrast jetzt von dem letzten Mal, was ich letztes Mal gespielt habe. Ja, das läuft hundertprozentig anders. Gisela-Straße. Ach, man fährt hier bei Rot. Okay. Ja, das sind halt so diese Fehler, die ich meinte. Ja, die fahren euch in die Karre und du bist schuld an dem Unfall. Und ganz ehrlich, da habe ich keinen Bock drauf. Da habe ich nicht wirklich Lust. So, der Krankenwagen kann uns nicht gefährlich werden. Kann uns der Fußgänger gefährlich werden? Nope. Nope. Und ja, perfekt gehalten, würde ich sagen. Hast du gut gemacht. So, wir haben 1,5 Minuten Verfrühung. Eieieiei. Wenn der Chef weh ist. Guten Morgen. Mal ruhig mal ein bisschen offen lassen. So, das Problem ist jetzt, ja, fehlt die BBS-Karte. Da gab es irgendwie noch kein Update. Der MVG, Klimaschützer. Ganz einfach mobil. Also ganz ehrlich, das ist schon ein ganz anderes Spiel. Ich könnte gerne meine Kollegen fragen, ja, den hatte ich dir gesagt, ja, dass München bei mir so schlecht läuft, ja. Also so schlecht läuft es ja jetzt hier scheinbar nicht, ja. Also wie gesagt, also entweder hat man hier wirklich was mit der Performance getan, ja, und wirklich was Richtiges getan, ja, dann müssten die auf jeden Fall mal sich mal mit Bad Hügelsdorf mal zusammensetzen und dem Tipp mal vielleicht weitergeben, ja. Oder es hat halt wirklich was gebracht, einfach mal so einfach instant einfach das komplett zu löschen, ja, und das Ganze nochmal neu zu installieren. Wie gesagt, weil ich glaube halt, weil Steam rafft das manchmal nicht mit den Dateien löschen, ja, du drückst auf deinstallieren und dann gehst du in den Ordner, ja, wo was installiert ist und das Spiel ist immer noch drin, ja. Also manchmal ist da ein bisschen eigenartig, deswegen immer mal ein bisschen nachgucken, ja. Und wie gesagt, das ist einfach mal, wie gesagt, einfach genau das gemacht, ja. Ich habe gesagt, deinstallieren, ja. Wenn du wieder auf Installieren gleich wieder machst, ja, dann installiert er, der lädt ja auch tatsächlich wieder neue Dateien runter, aber die ganzen alten Restbestände, die bleiben natürlich dann alle drin, ja. Und weiß nicht, vielleicht kann sowas dann halt zu Performance-Problemen neigen, dann halt, ja. So. Ja, mussten wir natürlich hier, es war eigentlich nicht wirklich eine Haltestelle dafür gewesen, um da zu warten, aber es war mir jetzt egal. 1,5 Minuten ist schon ein bisschen viel. Man kann auch einfach im Kreis fahren, das macht Sinn, ja. Tatsächlich.
Schön. Aber heute hätte es scheinbar mal funktioniert hier mit der KI. Ah, Mann, weißt du das? Das ist gut. Oh, jetzt geht das schon wieder los. So, rechts frei, links frei, wir dürfen. Bei 30 hier weiter. Chinesischer Turm. Ja, Leute, so ist das. Chinesischer Turm. Genau, Tivoli-Straße war ja dann Endhaltestelle gewesen, ne, vor dem Update. Und ab da, seht ihr schon, geht's nämlich weiter. Absenken hier. Ich habe eine alte Bucht hier drin. Das Krankenwagen zu hören. Bam, bam, bam. Fährt er nicht automatisch wieder hoch? Nö. Auch warum auch. Man hätte ja automatisch hochfahren können. Oder musst du da den Knopf drücken für. Tivoli-Straße. So, Tivoli-Straße, wie gesagt, hier war eine Haltestelle. Da ist er. Der Krankenwagen. Ne, der Feuerwehr, nicht Krankenwagen. Bio macht die Augen auf. Düt, düt. Hier der Bus hat gereicht. War nie wirklich voll gewesen. Hat aber auch schöne Sitzanzahl hier. 73 Plätze. Ja. Können sich mal andere Busse echt mal eine Scheibe abschneiden von. Ja. Hast einen Gelenkbus und das gefühlte 50 Leute für Platz. So, und jetzt Abfahrt. So, wollte es nicht bremsen. Das Problem habe ich öfters mit den, mit den Menschen in den Bussen. Wenn du Gas gibst und dann auf die Bremse trittst, dann bremst du nicht sofort. Gefühlt macht die Bremse da in dem Moment gar nichts. Dann hast du mal so eine Art Leerlauf drin. Ja? Du musst echt wirklich die Bremse so doll durchtreten, dass du schon fast eine wirklich Notbremse machst hier. Straße.
Rote Ampeln sind schon was Feines, ja. Ist da ein Linkspfeil? Ja. Scheint so. Ich habe gerade geguckt, ob man sich da nicht einfach vordrängeln kann. So, was ist los? Aber wir müssen doch Platz haben. Ja. Da ist noch genug Platz. So, hier würde ich auf vorne einsteigen gehen. Servus. Grüß Gott. Kann man jetzt hier nicht fahren? Achso, weil es ist rot hier. Ja, das, wie gesagt, hier ist der komplett neue Abschnitt hier. Fahren wir lieber auf den Gleisen weiter. Hat sich alles täuscht. Wie viele Taxis hier rumstehen, ne? Wie viele Taxen? Taxi und Radfahrer frei. Achso, okay. Also wir dürfen hier nicht rechts abbiegen. Arabella Park, seht ihr schon, ne? Jetzt kommt Effner Platz, Arabella Straße, dann haben wir den Arabella Park. Kaputt alles. Alles kaputt. Ich habe eine Jacke an. Warum ziehst du nicht auch einen ein bei 15 Grad? Hm? Ja, ein bisschen blöd, ne? Laufen hier so ein bisschen durch den Bus durch, hier glitschen also durch. Nicht ganz so schön. So, mal gucken, ob ich jetzt mal hier schnell ein Foto schießen kann. Dementsprechend jetzt mal hier rauszoomen. Ja, das ist dann ein bisschen nah dran, wa? Ich hätte gerne schon dieses können wir uns am besten machen. Irgendwie alles doof.
zu groß, das Objekt der Begierde. Machen wir es so. Passt. Moin! Ja, Leute, Endhaltestelle Arabella Park. Den haben wir's. Also im Großen und Ganzen wirklich ein grandioses Update. Wie gesagt, ich weiß nicht, was der Entwickler gemacht hat, ja, aber die Performance hier, die ist richtig nach oben gegangen. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass es jetzt meine Lösung war. Der Entwickler wird da schon irgendwas gemacht haben, ja, damit das Ganze extrem gut läuft. Und wie gesagt, außer diese gefühlten paar Mini-Ruckler, die du halt auf jede Karte gefühlt hast, ja, läuft das hier richtig, richtig gut. Das macht richtig Spaß, jetzt hier auf München seine Runden zu drehen. Also wie gesagt, liebe Entwickler von München, meldet euch mal bei Tügelsdorf. Das wäre natürlich noch eine großartige Sache, wenn ihr da mal ein bisschen mal eure Tipps da abgeben könntet. Damit die Jungs da vielleicht auch noch das mal anwenden können, damit das Ganze hier noch besser wird. Aber sonst, wie gesagt, ein absolut fantastisches Update. Wie gesagt, jetzt auch mit Ende hier im Arabella Park. Wirklich da. Alle Daumen nach oben dafür. Hat Spaß gemacht. Ihr könnt gerne mal eure Meinung dazu gerne in die Kommentare posten, was ihr davon so haltet. Und sonst, ja, würde ich sagen, verabschiede ich mich jetzt. Wünsche euch noch alles, alles Gute. Ja. Wünsche euch frohe Weihnachten. Schöne Besinnlichkeit mit der Familie. Passt auf eure Finger bei Silvester auf. Ja. Rutscht gut durch. Und wir sehen uns dann Anfang nächstes Jahr dann hier wieder mit OMSI, mit Busbetriebssimulator, mit dem Leitstellensimulator. Die nächste Leitstelle ist am 8. Januar. Also merkt euch schon mal das Datum, wenn ihr mitfahren wollt. Wir sind unterwegs in Rheinhausen und dementsprechend. Ja, alles, alles Gute. Bis denn. Tschüss.